So, kann Bogenschießen. Ich ja auch im Real Life. Na, siehst du, dann ab in den Wald in eine Blockhütte und du gehst jedem Stress aus dem Weg. Du musst dich nie wieder mit Windows rumstreiten. Treffen wir uns alle im Wald. Bauen wir uns solche Blockhütten und dann geht's los. So, wir müssen aber mal hier Dings weiterbauen. Gucken, wie weit wir kommen. Ist schon fertig? Nee, ich wollte gerade sagen. Jetzt brauchen wir einmal Rundholz. Yoshi, einen wunderschönen guten Morgen. Hey an alle. Hallöchen, Rosi. Na, Rosi, was geht ab? Schön, dass du wieder reinschaust. Hast du die Patienten gestern noch schön geärgert? Oh, Steinaxt. Ich raste aus. Ich raste hier aus. Die eigene Hütte bauen kann ich auch. Ja, siehst du, Volpine, dann ab. Hab mit 8 zusammen mit meiner Mumme eine volle isolierte Hütte nur aus Stämmen, Ästen und Blätter gebaut. Dorfleben ist toll. Dorfleben forever. Es geht nichts über ein Dorfleben. Dann suche ich mir da eine Frau, die sagt, ich stinke wie ein Bär. Genau, deine Zwerge. Und wenn du die gefunden hast, ist es die richtige. Gründen einfach eine Twitch-Wald-WG. Miss Volpine geht jagen. Yoshi kümmert sich um die Inneneinrichtung und ich kümmere mich um die Technik. Oder so. Das klingt doch gut. Das ist super. Da bin ich voll dabei. Guten Morgen. Und wer kümmert sich um Garten? Snowcat. Möchtest du dich gerne um den Garten kümmern? Dann bist du natürlich herzlich eingeladen, dich bei uns um den Garten zu kümmern. Bei euch alles Gudi, bei uns ist alles Supi. Bei uns ist alles Supi. Ich bin noch ein bisschen müde, aber es geht schon mittlerweile wieder. Meine Stimme ist auch halbwegs wieder in Ordnung. Und ja, ich tue mich gerade hier mit diesem Spiel ein bisschen anfreunden. Und ja, bei dir alles Supi? Yoshi, du darfst gerne einfach Volpi zu mir sagen. Volpi, ja. Muss ich mir bloß merken. Aber Volpi, ja. Klingt kurz und knackig und klingt gut. So, wir brauchen aber auf jeden Fall jetzt noch Steine. Snowcat, wie geht's dir denn? Schön, dass du reinschaust. Ich nehme gern die Tiere vom Jäger, bin gelernter Fleischer. Das ist ja, dann haben wir ja schon mal einen Fleischer. Ja, dann können wir ja auch schon mal, dann kannst du das Fleisch machen. Siehst du, das klappt alles mit uns. So habe ich auch einen Platz in der Waldwege. Genau. Krieg mal alles hin. Ein Fleischer. Ein Fleischer, ja. Ach, müde, hör doch auf. Na, ich bin schon seit dem 6. hier. Ah gut, er ist gelogen, seit 6:30 Uhr oder so. Stein. Super, wir können jetzt craften. Na, ich habe Urlaub und stehe kurz vor 6 auf. Ich habe auch den Schuss nicht mehr gehört. Ich kann mich auch ums Backen kümmern. Und das ganz gut. Siehst du, da haben wir jetzt schon jemanden für den Garten und als Bäcker jemand. Hasi ist auch da. Hasi ist oben mit am Schlüssel. Hasi sitzt neben mir und macht Homeoffice. Boy. Oh, jetzt bin ich erschrocken, ey. Oh, die Macaroni. Wenn die Rehe so auf einmal losrennen, das ist wie ein kleiner Jumpscare. Steinaxt. Dann lenkst du ab. Ah. Dance, dance, dance. So, Rundholz, Rundholz, Rundholz. Ach, das kann schon wieder nicht laufen. Das übliche Problem. Also, ich mache keine Witze jetzt. Mein Lebenstraum ist es, genug Geld zu haben und mir ein Fleckchen Wald zu kaufen und mir dort eine Hütte zu bauen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Der Chat, es ist einfach zu klein hier. Kann ich das ein bisschen größer machen? Ja. Zu kaufen und mir dort eine Hütte zu bauen, wo ich eine Ziege, einen Garten und eine Katze und einen Hund habe. Optimal, Wolbi. Ich finde das gut. Bayou macht Homeoffice. Der Apache bleibt gleich. Aber Apache.
Ja. Aber Wolpi finde ich gut, ne? Man muss wirklich. Wenn man sich so einen Traum hat, und ich finde das ja auch persönlich nicht schlecht, ne? Du hast halt echt deine Ruhe dann im Wald. Und vor allem, wenn du es selber baust und so, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Kennt sich schwer aus. Oh, yes. Werkstatt abgeschlossen. Rafting. Hölzerne Steinwerkzeuge. Steinaxt. Wurfstein. Steinhäutungsmesser. Steinhacke. Ein Stapel mit 50 Steinpfeilen. Aha. Kleiner Weidenkorb. Hackel, Schaufel, wir können endlich eine Schaufel. Endlich mal, wer der Musik kennt. Feierst du oder eher nicht so deins? Ich darf gleich auch wieder ran an die Buletten. Du darfst gleich an die Leute ran? Ich brauche dann kein Internet, keine Menschen mehr. Einfach ich und die Natur. Und nein, ich bin keine Rentnerin. Nee, ist aber wirklich voll in Ordnung. Oh, und Mike könnte sich um Hühner etc. kümmern, da er selber mal Hühner gezüchtet hat. Na, siehste, da hat Mike auch sein Fleckchen. Perfekt, da können wir echt mal eine Wald-WG gründen. Aber einfach du und die Natur. Klingt echt gut. Klingt gut und ich stelle mir das auch echt cool vor. Vor allem, du hast halt dann echt deine Ruhe, ne? Du kannst so dein Ding machen im Wald. Hast halt so deine Tiere, du lebst mit der Natur. Kannst sogar nackt durch den Wald rennen. Es juckt halt einfach keinen, wisst ihr? Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. So, wir haben jetzt die Schaufel. Wo ist die Schaufel jetzt? Hier, hölzerne Schaufel. 6. Können wir ja jetzt rein theoretisch die Dinger hier endlich mal rauskloppen mit der Schaufel. Wayu, der Captain ist schon zu alt dafür mit seinem schlaffen Körper. Ach komm, ich habe mich um Kühe und Hühner gekümmert. Ich weiß also, wie man mit Agrohühnern umgeht und melken kann ich auch. Kann sogar einer Kuh bei der Geburt helfen. Holy shit. Ja, das ist ab bei dir. Aber bist du wirklich top vorbereitet für die Wildnis? Nagge ich durch die Büsche flitzen. Ja, das juckt dir dann keinen mehr. Du kannst dann echt nackt die ganze Zeit rumrennen. Das hebt dann einfach keinen mehr an, weißt du? Finde ich bombastisch. Geht dann wahrscheinlich nur mit der Steinaxt. Sammle ich die eigentlich, die Fische? Nee, ne? Die gehen dann einfach so kaputt. Gut, Stöcke. Ich tue die aber alle mal drüben ins Lager rein. Nur nicht in die Brennnessel hocken. Nee, das brennt. Das brennt wirklich sehr, sehr wild. Dann brauchen wir aber eine Sauna, dass ich mich danach nackig in den Schnee werfen kann. Können uns auch noch eine kleine Sauna hinzimmern. Wenn ich mit 40 den Traum noch nicht erreicht habe, muss ich mal Gas geben. Aber da habe ich ja noch 19 Jahre Zeit. Wisst ihr, da hast du ja noch alle Zeit der Welt. 19 Jahre, da hast du es ja dicke geschafft. Mache mit Freunden gerne private Sessions. Siehst du, da haben wir noch einen, der uns quält. Schön. Wir könnten echt was Großes aufbauen im Wald, ne? Rundholz. Darf mal mit rein. Kuppelsamen. Kuppelsamen, Dünger. It. Steine. Das halten wir mal bei uns. Ja, plus eins. Welchen Traum verfolgst du denn, Wolby? Mein eigenes Stückchen Wald mit meiner eigenen Hütte und Tieren, wie oben geschrieben. Genau. Genau.
In den Wald ziehen mit einer Hügel. Ja, müssen nur noch jemanden finden, der ein Stück Wald hat. Oder fällt mir ein, Mike hat ein Stück Wald. Das ist ab zum Wald von Mike. Ab nach Hause ohne Pause. Let's go. Mit irgendeinem Förster werde ich mich schon einigen. Ach klar, du, das geht bestimmt, denke ich. Möchtest du gerne Hühner jagen über deinen Hof und dann an die Eier ranzukommen? Jetzt fehlt bloß eine Arsenalien darunter. Ah, Pfeil und Bogen. Guck mal, jetzt kann ich Bögen bauen. Einen Faden. Hühner jagen eher mich, weil ich die Eier klaue, aber klar. Auch gut. Mal rein, wir tun das mal rein. Aber warte mal, die können wir ja verkaufen, die Steine. Die Hüter. Und den Rest. Hey, was Wunden angeht, kenne ich mich auch ganz gut aus, weil ich einfach der größte Tollpatsch bin. Da muss ich das einfach wissen, sonst lebe ich nicht lang. Oh ja, ich fühle mit dir. Ich bin auch eine richtige Tollpatsch-Nase. Ich wundere mich ohne, dass mir noch nichts Schlimmeres passiert ist. Kenne ich irgendwoher. Bei mir hatten sich die Hühner immer versteckt, da ich sie nicht fangen wollte. Ah ja, die schönen Hühner. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Es ist schon ein tolles Leben gewesen. Lass dich von deinem Traum nicht abbringen. Auf alle Fälle. Ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden und auch mit Kühen und Pferden und allem möglichen drumherum. War echt cool, sag ich mal. Ich fand's geil. Man lernt ein bisschen fürs Leben. Wenn mal wieder die harten Zeiten kommen, jetzt gerade durch Corona, aber ist ja nicht was passiert. Musste dann vielleicht irgendwann wirklich wieder alles selber anbauen und ne, herstellen. Ist schon nicht schlecht. Wir machen einfach Real Life. Wir bauen unser eigenes Dorf. Ja, mitten im Wald. Jeder hat seine Fähigkeiten und Eigenschaften, die er damit gut einbringen kann. Jeder wird gebraucht. Rundholz. Ich krieg damit Rundholz. Lol, das ist ja geil. Echt sexy. Genau. Klingt nach einem Plan. Ich spiele etwas anders. Ich habe das Leben der Tiere halbiert, dafür aber den Schaden verdreifacht. Wenn ich sie zuerst erwische gut, treffen sie mich, war's das. Und ich starte neu, wenn ich sterbe, da es keine Option für permanenten Tod gibt. Okay. Das ist natürlich auch eine Spielart und Weise. Ladelzwerg, das ist auch völlig okay. Kein Dorf ohne Kampftrinker. Wo ist unser Kampftrinker? Könnte ich noch übernehmen. Also ich damit hätte ich natürlich auch kein Problem. Das zu übernehmen. Zwerg spielt auch Minecraft Hardcore mit Dauervergiftung. Yoshi ist ein Kampftrinker. Ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ich habe gerade rund 10.000 Stunden im Survival spielen, da brauche ich langsam mehr Anreiz. Gut, ich kann es nicht, noch nie im Leben Alge angefasst. Gut, naja, ist ja auch eine Option. Ne? Man muss es ja nicht zwingend trinken, wenn man nicht möchte, ne? Ich verurteile da auch keinen. Ist da offen, ne? Nee, Spaß. Aber man muss es ja wirklich nicht machen. Es ist halt einfach... So, wir gehen jetzt nochmal nach Denija. Oder wie man das ausspricht. Gleichfalls. Ja, da können wir ja auch noch eine kleine Taverne bauen, ne? Für Trinker. Und dann noch einen kleinen anderen Raum, wo man eben hingeht, wo man nicht Alkohol trinkt, ne? Zum Beispiel Spiele spielt oder
näht oder schon mal neue Ressourcen sammelt. Alkohol nutze ich nur zum Kochen. Ja, ebenfalls, ne? Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt gedacht habt. Bindet euch doch einen Bären auf. Ja, du, es gibt ja wirklich Leute, die keinen Alkohol trinken. Ja, Captain, das gibt's. So, haben wir mit 7 gesagt, das fasse ich nicht an, nachdem mir ein Betrunkener Angst gemacht hat. Hat sich immer noch gehalten, hat mich viele partywütige Freunde gekostet, aber ist es wert. Mein Leber lacht die nur aus. Bei Yoshi gibt es das 43er Milch zum Müsli und Pfeffi für die Zahnpflege. Ja. Manchmal kommt's, wie es kommt, ne? So, ich hab schon wieder... Macht aber nichts. Warte mal, aber vielleicht können wir ja hier unser... wir bauen mal... Können wir jetzt nicht... Ach, lol, das zählt auch mit runter. Das ist ja auch lächerlich, aber gut. Dann bauen wir jetzt... Stock. Auch noch vier Stöcke. Oh. Hier. Stimmt, wir bräuchten dann aber im Dorf noch einen Winzer. Das bräuchten wir natürlich auch noch. Oh. Nicht schlafen. Kochen. Ja. Akzeptieren. Warte, ich rufe meinen Opa an. Siehste. Opi noch mit und hilft auch. Meine Familie ist Imker. Ich weiß, wie man das macht. Kann man noch Honig mit produzieren. So, wie spät ist denn das eigentlich? Es ist jetzt 15 Uhr. Schaffen das jetzt bis dorthin? Wir schlappen jetzt bis dorthin. Wir essen zweimal Fleisch. Da ist, naja gut, unser Leben sieht jetzt auch nicht so besonders rosig aus. Aber wir machen das Beste draus. Wir versuchen einfach mal jetzt nicht angegriffen zu werden. Und noch eine Stadtwache. Gibt's dann auch Met? Wir können auch Met machen. Das ist natürlich auch kein Problem. Ich brauche jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Gönn dir mal einen schönen Kaffee. Und noch eine Stadtwache, aber das kann Mike übernehmen. Genau, Mike, der ist da professionell ausgebildet. Der kann dann mit seinen Waffen dort draußen rammeln und uns beschützen. Perfekt. Med ist geil, das stimmt. Med ist echt gut. Zumindest riecht er geil. Ja, der schmeckt doch geil. Alvin, hallo. Hast du im Moment Zeit? Sicher, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Oh, ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Alles klar, wir haben schon 92 mit ihm, ne? Minus 5. Es ist hart. Oh, sorry. Oh, jetzt hat er keinen Bock mehr mit mir zu reden. Aber trotzdem, wir sind aber 87%, ne? So westlich müssen wir auch hinschlappen, oder? Ja, Mist. So, wir gehen dann mal zu unseren zwei Grazien. Mal gucken, wer zuerst anbeißt und Lust hat, mit uns zu flirten. Aber ich finde es gut, Wolby, ne? Jeder hat so seinen Traum, den er verfolgt. Oder auch nicht. Manche leben natürlich auch im Hier und Jetzt und gucken, was so der Tag bringt. Aber ich finde es gut, wenn man so einen Traum hat, auch wenn andere sagen, dass es nicht machbar ist oder mimimi. Man trotzdem dran bleibt. Also ich miete da nächste Woche einen Bus und hole euch ab, ja? Dann geht's in den Wald. Sehr gerne.
Nächste Woche klingt gut. Aber wir haben noch zwei Katzen, die mit müssen. Unsere zwei Babys, die müssen mit. Aber das, da das kleine Kampfkorder sind, könnten die auch unsere Hütten beschützen. Zumindest Dashko könnte das. Ohne die Cats geht gar nichts. Ne, das stimmt. Aber wie gesagt, Dashko kann uns beschützen. Der greift jeden an, der kommt. Und Yevgeny ist zum Schmusen da. Leute in meinem Alter schenken mir meist nur komische Blicke. Und die Omis verlieben sich in die Idee und wollen gleich mit einziehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber am Ende, was die Leute denken, ist mir am Ende ja auch egal, oder? Sollte ja eigentlich einem egal sein. Ich meine, klar, es ist ein ungewöhnlicher Traum, aber es ist trotzdem ein cooler Traum. Und meine, jeder muss doch... Oh, das war zu wilder. Das war zu wilde gesprungen. Wenn sich einer nicht benimmt, kommt der Dashko. Kommt der Dashko in einen Raum. Er verwandelt dich dann schnell in eine Gaskammer. Haustiere sind, denke ich, für alle super. Ich denke auch. Und ja, wenn Dashko kommt und seine Wurst legt, dann ist für alle finito. Aber was wichtig ist, habt ihr vergessen. Wer macht Kleidung und Schuhe? Kleidung und Schuhe. Das stimmt. Wir bräuchten da jemanden, der dann uns Kleidung und Schuhe herstellt. Ah, lol. Die Wölfe sind ja wieder hinter uns her. Oh, shitty McTitty. Das habe ich gar nicht gewusst. Leben am Limit. Leben am Limit. Ich mach's halt nach meinem Lebensmodell. Zweifel an mir und ich schaff's erst recht. Ich hasse es, wie alle anderen sein zu müssen. Also ich bin ich's nicht. Eben, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Fuck, die Welt hier drinne. Ich bin jetzt tot. Ihr Lieben. Greift doch jemand anderes an. Ich bin jetzt tot. Gut, Leute, ich bin jetzt tot! Ich hab nichts zum Heilen. Oh, fuck. Ist denn Wegerich? Ich hab ja keinen Wegerich. Nur Johanniskraut. Kein Wegerich, ich habe kein Wegerich. Und so lange bin ich umfahrt. Ich mach's halt, Snowcat, wir könnten ja auch trotzdem noch ein Auto haben, mit dem man einkaufen kann. Ist ein bisschen schwer, ganz ohne den Rest der Menschheit nachzukommen. Normal ist langweilig. Verrückt ist das neue Schwarz. Manchmal ist es der Wille, anders zu sein, der viele gleich macht. Ich denke allerdings selber auch, dass es mein Leben ist und wer meint, ich würde es ruinieren, dem sage ich, er soll froh sein, dass ich mein und nicht sein Leben ruiniere. Rip, war schön mit dir. Noch ist nichts verloren. Geht aber auch ohne den Rest der Welt. Das stimmt. Geht auch ohne den Rest haben würde. Wenn man den Wunsch hat oder irgendwas will oder haben möchte oder irgendwie so sein möchte, dann auf und davon. Was passiert denn, wenn ich tot bin? Kann ich da meinen Spielstein aber wieder laden? Klage das, ich sagte schwer, nicht unmöglich. Gott. Greif das Ohr an, ich weiß es nicht. Aber ich würde mir auch manchmal wie früher leben zu können. Da war es ruhiger, da hatten die Menschen Zeit. Da brauchst du aber echt eine Truppe, die alles kann oder du musst genug mitnehmen und alles lernen. Ja, ich meine, wenn du so ein paar Leute hast, die diesen Wunsch auch hegen,
Ist das eigentlich wirklich ganz cool. Ach, der Wolf ist ja gar nicht mehr hinter mir her. Oh. Leute, wir haben es erfolgreich geschafft. Gehen wir jetzt aber zurück und suchen auf jeden Fall Wegerich. Ich kann stricken, häkeln und nähen. Guck mal, das klingt doch auch schon mal gut. Ja, früher war halt eigentlich auch eine richtig geile Zeit, ne? So ohne Handys und so ein Gedöns und gerade auch so, ein bisschen, man hat sich halt zum Tanzen getroffen und man hat halt geguckt, wer ist da und man musste sich halt wirklich noch so Mühe geben und nicht so, weißt du, es war halt früher so cool. Auch ich fand die Mode auch früher total geil, diese, wie heißen die Kleider? Ach, wie heißen denn die Kleider? Ach, die früher anhatten. So in den 80ern. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Mir wurde mal gesagt, ich wäre so die perfekte Dorfälteste, die alles koordiniert. Ich sehe mich aber so gar nicht in der Rolle. War gut, ne? Ja, gut. Ja, am Ende Uni, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich sowas könnte. Ich hatte als Kind noch andere Sorgen als Datenvolumen, Handyempfang und Klicks. Das stimmt, ihr Lieben. Wir sind aber erfolgreich den Kampf entflohen. Gibt's denn im Winter auch Wegerich? Ich will jetzt mal ein bisschen Wegerich sammeln gehen. Als Kind war meine Sorge, dass der Akku vom Gameboy immer so schnell leer war. Das stimmt. Das war echt immer zum Coden. Say, meine Sorgen waren meistens offenes Knie und wie man die Jungs aus dem Baumhaus jagt, um es besetzen zu können. Ja, das stimmt. Ja, Baumhauszeiten. Schönen Baumhauszeiten. Ich auch. Bin 22 und wenn ich meine Kindheit erzähle, ist das Spielen mit Puppen oder Kuscheltieren. Das stimmt. So, ich mach dann mal die Biege. Zeit zum Queren. Viel Spaß euch noch und auf bald, meine Brüder und Schwestern. Alles klar, Captain. Vielen Dank, dass du kurz reingeschaut hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ganz viel Spaß beim Queren. Wir wünschen dir einen wunderschönen Arbeitstag. Ich hoffe, der geht heute nicht ganz so lange. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Katze ist ja fast in meinem Alter. Ja. Ja, ich bin 25 geworden jetzt. Bin auch noch nicht so alt. Tschüss. Tschüss. Fuck, Mensch, wo ist meine Hütte? Ich glaube, ich bin... Fuck, ich bin falsch geschlappt. Ich bin ja 21. Ja, 21, unknackiges Alter. 22 auch, 23 auch, 24 auch, 25 auch, 26, 27, 28, 29, 30, 30, blablabla. Alles so cool. Obwohl, 25 ist schon ein hartes Stück, ne? Wo ich jetzt... 25 geworden bin, dachte ich schon, huiuiui. Ja, 27. Ja, du. Bist du schon zu alt für den Wald? Was? Früher haben die Mädels noch mit Puppen gespielt, nicht wie heute, wo sie versuchen, wie eine auszusehen. Wir Jungs haben lieber Mädchen geärgert und beigespielt, als sie zu mobben oder zu verprügeln. Und mit ihr ist gut auf dem Schulhof zu handeln. Vollkommen andere Welt heute. Ich bin 38, das ist schon eine Weile her, das Ganze. Ja, eben, das ist halt wirklich, heutzutage ist das total krass. Es ist auch wie die Weiber rumrennen, also so geschminkt, baufrei, Ausschnitt. Ich mir sage, holy moly, so muss man doch noch nie mit 13 rumrammeln. Bin doch falsch geschlappt. Na gut, wir gehen ins Nest, ein bisschen Leben auffüllen. 27 und eine Haarpracht wie ein 80-Jähriger. Ja, das ist halt echt scheiße, ne? Aber jeder hat seinen Koffer zu tragen. Und wenn der Rest stimmt, sind doch die Haare auch egal.
Ich sag's dir, 12 Jahre alt und genug Schminke im Gesicht, dass sie morgens eine Flex braucht, um sie zu entfernen. Leider Gottes, ja. Leider Gottes, ja. Röcke, die kaum breiter sind als meine Gürtel. Furchtbar. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist auch bei uns, ich meine, ich arbeite ja am Einwohnermeldeamt. Da lerne ich ja auch tagtäglich neue Leute kennen, ja, von jung bis alt. Es ist gruselig. Es ist wirklich gruselig, was ich dort manchmal erlebe. Die 12-, 13-jährigen Weiber oder noch jünger oder ein bisschen älter, die ihre Eltern rund machen dort am Tisch. Die aussehen wie, ne? Dann darfst du erst mit 16 alleine einen Ausweis beantragen. Vorher müssen die Eltern mitkommen. Wenn dann 14-jähriges oder 15-jähriges Girl ankommt mit, ich hätte gern Ausweis, und wir die dann wegschicken, die uns dann ebenfalls erstmal rund macht, von nach dem Motto, was bilden wir uns ein, und ne, dann gaut's die erstmal Leuten an, wo ich sage, man, habt doch mal Respekt. Ich habe genauso Respekt, wenn ich auf ein Amt gehe oder so. Also es ist gruselig.